Aydan Özus ist Verhandlungsführerin der Unterarbeitsgruppe Integration und Migration. Aydan, wie laufen die Verhandlungen bisher? Wir haben bisher alle Themen einmal sortiert. Wir haben festgestellt, dass wir eine tatsächlich sehr breite Querschnittsplanung haben. Wir müssen also eigentlich in jede Arbeitsgruppe auch ein Stück weit Empfehlungen hineintragen. Das wollen wir machen. Kurz gesagt sind das hauptsächlich die Bereiche Gesundheit und Pflege. Es ist der Bereich Fachkräfte. Es ist der Bereich Arbeitsmarkt natürlich. Die Bewerbungssituation, die Weiterbildungssituation, die Sprache. Mhm. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen, für die wir Empfehlungen abgeben werden, die wir bei uns auch verhandeln werden, auch heute. Und darüber hinaus sind dann natürlich auch die Themen Flüchtlinge, und zwar innerhalb der EU sowie außerhalb der EU, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo es ganz sicherlich große Mentalitätsunterschiede geben wird zwischen uns und der Gegenseite. Mhm. Und wir sind ganz gespannt, was wir da verhandeln können. Stichwort doppelte Staatsbürgerschaft. Kannst du da noch kurz was zu sagen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Die doppelte Staatsbürgerschaft muss ermöglicht werden, also die Mehrstaatlichkeit, sowie auch natürlich diese Optionspflicht, die ja junge Leute betrifft, die hier geboren werden, groß werden und dann mit 18 sich entscheiden sollen. Diese Optionspflicht muss fallen. Das ist aber auch eine Forderung für die Gesamtverhandlungen. Das ist also nicht nur für die Unterarbeitsgruppe wichtig, sondern für unser Gesamtpaket dann auch in den Koalitionsverhandlungen. Okay, viel Erfolg wünschen wir dir. Danke. Dankeschön.